Kameraden der Sowjetunion, vor fast einem Jahr haben die deutschen Invasoren ihren Fuß auf den Boden unseres Mutterlandes gesetzt. Sie sind tief in die Sowjetunion eingedrungen, haben Stadt um Stadt eingenommen und das Volk geschunden, ermordet und beraubt. Unsere Verzweiflung wächst, doch wir haben eine letzte Hoffnung. Die Stadt, die den Namen unseres großen Anführers trägt. Stalingrad. Genossen, viele Ihrer Landsleute sind bereits dort und leisten den deutschen Widerstand. Bald werden Sie an Ihrer Seite stehen und gemeinsam werden wir unsere Feinde besiegen. Keiner wird auch nur einen Schritt zurückweichen. Feiglinge werden von den Kommissaren sofort erschossen. Das Mutterland zählt auf Sie für den Sieg bei Stalingrad. Kameraden, heute ist der strahlendste Tag Ihres Lebens. Sie werden die deutschen Invasoren mit aller Kraft bekämpfen. Für jeden gefallenen Sowjetsoldaten werden Sie mit 10 der Ihren bezahlen. Keine Gnade für Defätisten, Feiglinge oder Verräter. Wer seinen Posten verlässt, wird erschossen. Sie alle haben Befehl, nicht zurückzuweichen. Sie werden für den bevorstehenden Kampf gut ausgerüstet. Sie bekommen Lebensmittel, Wasser, Waffen und ausreichend Munition. Und was glauben Sie, haben die Deutschen? Ihre Versorgungslinien sind ausgedünnt. Seit dem Sturm auf die Wolga sind sie zu keinem richtigen Kampf mehr fähig. Wir haben mehr Kraft und mehr Männer und auch grenzenlosen Mut. Der Sieg wird unser sein. Wir werden die Deutschen stoppen, und zwar hier in Stalingrad. Rückzug! Töte die Deserteure! Stopp!
nicht den Rücken zu. Sieg oder Tod. Unter seinem Befehl.
Deckung! Thank you.
drüben! Thank you.
und Köpfe einziehen. Die haben Scharfschützen da draußen. Genosse Kowalenko, als der schnellste Mann hier spielen Sie den Köder. Ich? Nein, danke, Genosse. Das ist ein Befehl. Alexei wird Sie von hier aus mit dem Scharfschützengewehr decken. Los jetzt, oder ich erschieße Sie eigenhändig. Thank you.
Genosse Alexei, wir haben die Panzerabwehrgeschütze im ersten und zweiten Stock. Sie halten die Panzer auf für die Truppen. Da kommen sie! Am Panzerabwehrgeschütz bereit machen! Panzerabwehrgeschütz bereit! Thank you.
schaffen. Alexei! Französischen Champagne! Der General der Berliner. Wenn das der Geheimdienst hört, kommen wir auch vors Kriegsgericht.
am Leben? Nun, gut. Das ist gut. Das ist gut für Sie. Wir müssen hier schnell raus, bevor die Artillerie wieder zuschlägt. Thank you.
Gefährt! Oder wie gefällt dir das, Franz? Blitz!